Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Schönen guten Abend, freue mich, dass Sie mit dabei sind. Auf ein Bier mit aus dem Landgasthof Hirsch in Finningen, also in Neu-Ulm. Sie haben zwei Möglichkeiten heute Abend. Möglichkeit 1, Sie finden gleich, dass die Musik, die Sie hören, sehr, sehr toll ist. Und Möglichkeit 2, Sie finden gleich, dass die Musik, die Sie hören, sehr, sehr toll ist. Ein echter Geheimtipp, den wir heute zu Gast haben bei uns in der Sendung. Florian Ostertag, live bei Auf ein Bier mit Can't Say What You Want. Keep running from one side to the other, asking yourself where you'd rather be. There's 6 months of summer and 6 months of winter, and you keep wishing for something in between. Heart's a compass, but you don't know how to use it. Your mind's a map that you don't understand. Each time you take one step in one direction, there's a voice trying to hold you back. Whoa, 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 whoa. You can't say what you want. Can't say what you need with your head in the clouds. You're always in between. So you keep searching for someone to believe in, some kind of Jesus to show you the way. 6 billion people and 6 billion answers to all the questions you find stuck in your head. Whoa, you can't say what you want. You can't say what you need with your head in the clouds. Florian Ostertag bei Auf ein Bier mit. Komm zu mir. Hey, hallo, herzlich willkommen. Schau, das ist die Ungerechtigkeit dieser Welt. Dein Bier steht da, meins kommt. Ach, auf die Minute. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich würde sagen, erstmal zum Wohl. Ja. Wenn du sagst, sagen wir du oder sie? Du. Ja, ne? Sonst komme ich mir so alt vor. Du sagst, ja, geht mir genauso. Du sagst, wenn du fröhlich bist, gehst du raus und trinkst Bier. Wie fröhlich bist du an diesem Abend? Ja, sehr gut. Also sehr fröhlich. Sehr fröhlich. Ja? Also mir geht's sehr gut. Es liegt ja daran, dass ich ein Bier trinke. Vielleicht
Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Ich bin voll bei dir. Ich komme gerade irgendwie ein bisschen durcheinander mit dem ganzen Bier. Aber Moment, bei mir ist es das Erste an diesem Abend. Bei mir eigentlich auch. Also von daher. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck, dann geht's, ja, geht's mir wieder besser. Lass uns mal so starten. Einfach mal so einen Schluck Bier. Zum Wohl übrigens. Schönen guten Abend. Auch mal einen Schluck. Wobei Fröhlichkeit, also jetzt sagst du, du bist fröhlich. So, jetzt ist alles gut. Sehr schön. Aber Fröhlichkeit ist gar nicht so gut, weil du wiederum auf der anderen Seite sagst, dass ich Songs eher in so melancholischen Stimmungen besser schreiben. Woran liegt das? Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen die letzten Jahre bei mir verändert. Also es ist immer noch so, dass es mir einfacher fällt, in melancholischen Phasen zu schreiben. Aber es ist trotzdem so, dass ich irgendwie dieses Thema Melancholie oder ein bisschen selbstmitleidig, was damit ja oft auch verbunden ist, so ein bisschen satt habe und irgendwie mich gerade auch an neue Themen mache und das dann vielleicht schon auch eher aus Gedanken, die ich irgendwann mal hatte, dachte ich, ach, das ist ein interessanter Gedanke, über das könnte man mal ein Lied schreiben oder auch einfach aus Beziehungen zu Freunden oder so, ich in Gesprächen irgendwie auf ein Thema komme, denke, okay, ja, da könnte ich irgendwie mal was drüber schreiben oder so. Das heißt, es hat sich ein bisschen verändert. Obwohl ich immer noch in melancholischen Phasen eher zur Gitarre greife, aber dann kommt halt irgendwas dabei raus, wo man denkt, ach, irgendwie hatte ich schon 20 Lieder darüber, vielleicht schreibe ich das jetzt kurz in mein Tagebuch auf, aber dann weiß ich nicht, ob da jetzt ein fertiger Song draus wird. 1000 Fragen nach dieser dreiminütigen Antwort. Erstens, du schreibst Tagebuch? Naja, es ist nicht so ein richtiges Tagebuch. Es ist nicht so, heute habe ich das gemacht und die Frau so und so will nichts mehr mit mir zu tun haben, sondern es sind eher so ein paar Zeilen, dass ich vielleicht mal sage, also meistens, wenn ich jetzt, ich schreibe ja auf Englisch, das heißt, die Sachen, die ich jetzt in mein Tagebuch schreibe, sind dann eher so Liedtextzeilen, so dass ich mal irgendwie, jetzt bei dem ging es gerade um einen Freund von mir, der immer, wenn ich eigentlich mich mit dem treffe, dann sagt er, ich weiß ja nicht so richtig, ob das das Richtige ist für mich und irgendwie, und es erzählt er mir halt schon seit Jahren und es ist ja nicht, wo man jemand so einfach helfen kann, mach das und das oder so, dann ist alles gut, sondern es ist halt irgendwie eher als Typ so und das fand ich, und ich konnte es in mir selbst auch entdecken, dass ich oft auch so bin, so ich weiß es nicht so richtig und dann nie eine Entscheidung treffe, irgendwas zu machen und irgendwie hat mich dieses Thema halt beschäftigt und so, und das ist daraus entstanden. Das heißt, du schreibst tatsächlich über Dinge, die du tatsächlich real erlebt hast. Ja, genau. Dann oder zumindest, es muss nicht unbedingt in meinem eigenen Leben vorgekommen sein, aber halt vielleicht in einem Leben von einem Freund oder so. Das oder heißt Begegnung. Jetzt zum Beispiel beim heutigen Tag, also ich glaube, ich führe ein wahnsinnig langweiliges Leben, weil wenn ich jetzt mich hinsetzen sollte und einen Song über diesen Tag schreiben sollte, dann würde ich sagen, ich saß mit einem Florian Ostertag bei einem Bier zusammen. Am Anfang war er ein bisschen wirr, danach wurde es besser. Aber darüber lässt sich ja keinen Song schreiben. Naja, ich glaube, man kann über sehr Kleinigkeiten auch einen Song schreiben. Das ist auch, was ich eigentlich total spannend finde. Aber das dann, dass das irgendwie eine Bedeutung hat für einen selbst. Ich meine, dann kriegt es erst so ein Gewicht. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, eine tote Maus bei mir vor der Haustür finde und ich dadurch auf den krassen Gedanken komme, dass das Leben ja nur so kurz ist oder keine Ahnung was, dann könnte das ja irgendwie ein Beispiel sein, dass ich darüber einen Song schreiben will. Aber wenn es natürlich für einen selber nur was Banales ist, dann ist es schwierig, vielleicht da was, sonst wird es so bedeutungsschwanger oder so, ohne dass es überhaupt irgendeinen Inhalt für einen selber hat. Jetzt habe ich am Anfang der Sendung gesagt, Florian Ostertag ist für mich persönlich ein echter Geheimtipp im Ländle, was Musik angeht. Ist das was, was dich eher frustriert, weil du denkst, ich möchte eigentlich gar kein Geheimtipp sein, oder ist das was, das du dir gerne anhörst, wenn ich sage? Also wenn ich höre das immer noch gern, wenn jemand sagt, das ist ein Geheimtipp. Ich meine, was natürlich für mich dahinter steckt, ist, dass einfach jemand meine Musik gut findet und das mit dem Geheim ist halt vielleicht in dem Fall, weil ich jetzt nicht Erfolg im Sinn von Medienaufmerksamkeit oder Charterfolg oder irgendwie sowas habe. Das ist jetzt für mich selber aber nie so richtig relevant gewesen, weil es für mich das Gefühl nicht ändert. Also
Ich meine, man kann vielleicht, natürlich, ich wäre jetzt auch mal stolz, wenn ich jetzt sage, mein Name kommt jetzt irgendwo, steht jetzt irgendwo in irgendeiner Chartliste oder ich höre im Radio irgendwie ein Lied oder so von mir. Natürlich macht es für einen Moment einen auch ein bisschen stolz, aber ich denke jetzt so, das Gefühl an sich, wenn das jetzt ein Riesenkonzert wäre oder ein kleines Konzert, das ist nicht unbedingt besser. Ja, genau, von daher finde ich es nicht schlimm, ob das jetzt irgendwie Geheimtipp oder nicht Geheimtipp oder... Mhm. Wahrscheinlich ist es sogar für mich einfacher so, weil man dann nicht auch so einen Druck hat. Weil ich kenne so ein bisschen auch die Musikszene und wenn man dann irgendwann mal vor mehr Leuten spielt, dann ist es oft auch schwer, halt sich von den Erwartungen zu lösen, die jetzt irgendeine Plattenfirma oder Fans oder was weiß ich was an einen haben. Und vielleicht hat man Lust, was ganz anderes zu machen und denkt dann, nee, es geht ja nicht, weil sonst kauft es ja niemand mehr. Mhm. Aber Philipp Poisel, dein Freund, ihr seid befreundet, ne? Ja. Du gehst auch mit ihm auf Tour regelmäßig. Genau. Philipp Poisel, der, ich weiß gar nicht, wie viele goldene Schallplatten schon zu Hause stehen hat. Schon ein paar, ja. Ich habe auch eine zu Hause. Du hast auch eine? Ja, ich habe bei ihm ja in der Band mitgespielt und dann haben wir ein Live-Album gemacht, wo ich auch mit drauf gespielt habe. Und das war, da haben wir dann alle aus der Band und die ganzen, die da mitgewirkt haben, auch eine goldene. Er sagt über dich, du hast das Zeug, tatsächlich nach ganz oben zu kommen in der Musikwelt. Ist es denn das Ziel? Also du hast jetzt gerade eben schon gesagt, vielleicht ja, vielleicht nein, aber wie würdest du so dein eigenes Ziel definieren? Also wo soll es für dich mit der Musik hingehen, wenn du es dir aussuchen könntest? Also ich glaube, ich habe eher so innere Ziele, dass ich halt, also mir geht es total gut, wenn ich entweder einen Song schreibe oder einen Song aufnehme und ich das selbst anhören kann und sage, ja, das ist mir irgendwie gelungen. Das ist für mich so eine Motivation. Wenn dann, also mal so rum gesagt, wenn ich irgendwas schreibe, ich das selber aber nicht gut finde und dann kommen 1000 Leute und sagen, wow, mega geil, dann denke ich halt, ja, nee. Also das ist für mich dann kein befriedigendes Gefühl. Das heißt, es ist wichtig, dass du deine eigene Musik toll findest, dass du deine eigene Musik liebst. Ja, auf jeden Fall. Und es gelingt einem auch nicht immer, dass wenn man was kreiert, dass man oft vielleicht auch, weil man halt von verschiedenen Seiten auch beeinflusst ist und auch nicht immer so genau weiß, was man will oder auch nicht immer so super inspiriert ist, dass man halt mal was macht und dann mal gelingt einem das, dass man sagt, okay, ich kann mir das Lied irgendwie 10-mal anhören und ich finde es irgendwie, hat's was. Und andere Sachen, da ist es halt nicht so. Jetzt könnten wir uns theoretisch im Breitschwäbisch unterhalten, weil du kommst aus Notzingen. Genau. Wie schwierig ist es, aus Notzingen heraus eine Musikkarriere zu starten? Ich habe das so ein witziges Erlebnis mal. Ich habe eine Weile schon in Notzingen gewohnt, weil ich da einen WG-Kollegen hatte. Also ich habe bei einem Freund bin ich in die Wohnung gezogen und wir hatten eine WG und wir haben alle zu der Zeit noch studiert. Und ich habe mich aber nie da angemeldet. Und dann kam irgendwann in der Stuttgarter Zeitung so ein Artikel, dass ich jetzt Musik mache und so. Und dann hat halt irgendwann der Bürgermeister von Notzingen bei meiner Plattenfirma angerufen, weil das war die einzige Adresse, die so auf der Homepage von mir zu finden war, ja, wo ich denn wohnen würde in Notzingen, weil ich sei nicht gemeldet. Und dann hat sich rausgeredet und gesagt, ja, das weiß er nicht so genau oder irgendwie so. Und dann habe ich irgendwann mal ein paar Wochen später so einen Brief im Briefkasten gehabt, dass ich mich doch bitte melden soll. Und dann musste ich mich ganz offiziell anmelden. Aber der wollte nur schon mal deine Adresse, wenn es dann ums Goldene Buch in ein paar Jahren geht. Ja, vielleicht. Aber da muss ich, glaube ich, dann doch noch ein paar Platten verkaufen oder irgendwie andere Erfolge vorweisen. Also zurück zur Frage. Ich glaube, dass es eigentlich ziemlich egal ist, wo man wohnt. Vielleicht ist es für manche Marketing-Fritzen wichtig, dass man sagen kann, hier der neue Songwriter aus so und so. Aber ich glaube, so an sich ist es eher eine Frage von, was für Kontakte hat man. Natürlich das Handwerkszeug gehört schon auf jeden Fall auch mit dazu. Und dann auch ganz viel Zufall, würde ich mal sagen, ob man halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, die richtigen Leute. Ja, Ort wollten wir ja gerade vermeiden. Also ich glaube, aber wie gesagt, es hat nichts mit dem Wohnort jetzt zwingendermaßen zu tun. Aber du hast gerade schon gesagt, es kommt auf die Kontakte an. Philipp Poisel, wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, Freund von dir. Er wiederum ist bei Herbert Grönemeyer unter Vertrag, das heißt, indirekt hast du darüber Kontakt zu Herbert Grönemeyer, so stelle ich es mir vor. Inwieweit können dir solche Kontakte tatsächlich helfen?
Naja, es ist ja immer so ein bisschen zweischneidiges Ding, wenn man, also ich selber tue mich irgendwie total schwer damit, irgendwie Kontakte in so einem Fall irgendwie auszunutzen oder so. Also du rufst nicht abends bei Herbert Grönemeyer an und sagst, Herbert, hör mal zu hier. Ja, ich, also sowieso bei dem, der ist uns halt irgendwie, der ist vielleicht 5-mal auf Konzerte vorbeigekommen, aber sonst hatte ich mit dem nicht viel am Hut. Mhm. Und ich meine, natürlich ist es, vielleicht schwingt es irgendwie mit, wenn man, ich habe bei, gerade wenn wir mit Philipp auf Tour waren, auch manchmal meine eigenen Songs dann im Vorprogramm gespielt. Und dann denkt man vielleicht mal, okay, jetzt ist ja der Grönemeyer gerade im Publikum, vielleicht findet er das ja gut und so. Kam jetzt aber nie irgendwie auf mich zu, leider. Aber es ist noch nur sehr, sehr unterschwellig, schwingt es vielleicht ein bisschen mit. Aber ich denke schon, dass sich da entweder, es kommt irgendwann mal jemand und sagt, ich finde es gut, ich könnte mir da vorstellen, mit dir mehr zu machen. Und wenn nicht, ich meine, es hat schon auch viel mit der Einstellung zu tun. Ich glaube, wenn jemand will und überall an Türen klopft, dann kann er schon noch mal mehr erreichen, wie wenn man halt da sitzt und also dass man da sitzt und wartet, bis irgendwie der große Typ kommt und einen entdeckt. Das war bei Philipp auch nicht so. Also die haben ganz gezielt auch damals kleine Showcases organisiert, wo sie Plattenfirmen eingeladen haben und da war einmal dann halt der Grönemeyer da und der fand es gut. Aber wenn sie das nicht gemacht hätten, diesen Schritt so, wir laden jetzt die ganzen Plattenfirmen ein, dann weiß ich nicht, ob jetzt dann irgendjemand gesagt hätte, ja genau du. Also man muss schon selber aktiv werden, wenn man diese Art von Karriere anstrebt. Diese Art heißt? Große Konzerte, viele Platten verkaufen, irgendwie vielleicht ein Stück weit in den Medien vertreten sein. Mhm. Daran wird halt irgendwie in unserer Gesellschaft oder in Deutschland oder wahrscheinlich auch in Amerika überall Erfolg gemessen. Aber ich finde, es hat nichts mit so einem persönlichen Erfolg zu tun, ob man sagt, ich habe jetzt was kreiert, was ich toll finde. Das ist ja eher ein kommerzieller Erfolg oder ein... Mhm. Ja, und ich meine, das ist sicher nichts Schlechtes, wenn man auch ein bisschen Geld davon kriegt. Es hilft. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, was einen befriedigt, so denke ich mal. Okay. Ich würde sagen, wir sprechen gleich noch weiter, aber du bist natürlich auch da heute Abend, um Musik zu machen. Mhm. Insofern nehmen wir noch mal einen Schluck. Vielleicht bin ich dann wieder total verwirrt nach dem... Nee, dann bleib sitzen, wir reden gleich weiter. Keine Musik. Ich trinke dann einfach wieder zwei Schluck Bier und dann wird alles gut. Gehen Sie ruhig mit rüber, wir hören ihn noch mal live. Florian Ostertag heute Abend bei Auf ein Bier mit. Ich habe einen Freund mitgebracht, weil oft muss ich diese Mandoline selbst spielen, die im nächsten Song vorkommt. Und ich kann es aber gar nicht so gut und deswegen hört sich es manchmal ein bisschen schief an. Und deswegen hier heute Abend Matze Kammermeier an der Mandoline. Okay. Say it like you mean it, say it one more time. I need to hear it again and again. Hit me with your words, we've been here before. There's just nothing worth fighting for. We have built a bridge no one wants to cross, and it's not safe here and not worth the cost. Now let's turn the page and fake a smile. Let us take our chance and wave goodbye. Now I feel so lonely, and I don't know how to let go. So I'm from the truth till I find a better version of you. Say it like you mean it, say it one more time.
I need to hear it again and again. Confess you still want it and then change your mind. I won't believe you when you cry. I'm so tired of singing the same old lies. I am running until the distance feels right. And in 100 years this will turn to dust. And I just don't think that's good enough. Now I feel so like you mean it, say it one more time. I need to hear it again and again. Hit me with your words, we've been there before. There's just nothing worth fighting. Version of you. Florian Ostertag, komm noch mal rüber zu mir. Florian, diesmal ist alles in Ordnung mit dir. Ja. Wir können weitersprechen. Ja. Wie entsteht so ein Song? Du hast vorher schon erzählt, dass du mitschreibst, was so passiert bei dir im Leben oder bei Kumpels im Leben, bei Freunden, bei der Familie. Was passiert dann, wenn du dann einen Text oder eine Textidee, so einen Brocken hast? Wie geht es weiter? Also manchmal ist aber, sind eher die seltenen Fälle, ist es tatsächlich, dass mich einen Abend hinsetzt und einen kompletten Text und meistens mit ein bisschen Musik auf jeden Fall schon dazu schreibt. Und wenn es nicht der Fall ist, dann sind es echt so kleine Fetzen, vielleicht die Idee für ein Refrain oder so. Und ich schreibe den auf und dann kram ich die irgendwann wieder raus und sage, okay, da wollte ich mal noch ein bisschen rumprobieren und klimper an der Gitarre rum und macht dann irgendwie den Rest voll fertig. Also wenn man zumindest mal, sage ich mal, einen Refrain und einen Vers hat, einen Vers, dann stehen die Chancen relativ gut, dass es auch ein fertiger Song wird. Aber ich denke mal, von den Sachen, die ich aufgeschrieben habe, vielleicht 10% werden dann überhaupt, oder noch weniger, 5% werden irgendwie ein fertiger Song. Die anderen, die kommt man irgendwie nicht weiter oder sagt, okay, ist immer noch eine schöne Idee, aber alles, was ich dazu mache, passt nicht, weil man vielleicht in einer anderen Stimmung ist und ist deswegen nicht mehr so. Was wir eben gehört haben, Better Version of You, was ist da die Geschichte davon? da lacht er. Er ist top secret. Nee, aber gleich nicht mehr. Nee, ich erzähle das ja auch auf Konzerten. Also es ist auch schon ein paar Jahre her. Da hatte ich meine Freundin und es war alles ein bisschen kompliziert und ich war irgendwie ziemlich wütend nach der ganzen Geschichte, als es dann vorbei war. Und irgendwie habe ich mich immer so geweigert, in einer wütenden Stimmung einen Song zu schreiben, weil ich dann dachte, das muss dann, kann eigentlich nur so ein Heavy-Metal-Grunge-Song oder was weiß ich. Zertrümmern am Schluss, ja, Gitarre. Irgendwie werden. Und irgendwann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen und ich glaube, es kam eher dann auf so einem. Manchmal hat man so Fantasietexte, die eigentlich gar keine richtigen Wörter sind. Ich glaube, also ich habe es auch schon öfter von anderen Musikern gehört, dass die einfach so irgendwie singen. Und dann kommen dabei dann Grünemeier aber so, macht ja, das genau, ständig. Ich glaube, der macht es auch so. Und dann kommen aber, fügen sich manchmal so Worte da rein, die dann irgendwie zu den Vokalen passen, die man davor gesungen hat. Mhm. Und dann ist so ein Stück von diesem Text entstanden und dann dachte ich, naja, irgendwie ist es ja eigentlich auch ganz cool, mal so ein bisschen so ein Frust in so einem Song zu packen, der eigentlich von der Stimmung musikalisch gar nicht unbedingt jetzt ein wütender Song ist oder ein melancholischer Song, sondern einfach gerade dieses
was in Filmen zum Beispiel ganz oft gemacht wird, dass man so einen Kontrapunkt irgendwie setzt und halt gerade nicht die Musik und den Text oder den Inhalt so eins zu eins verbindet. Wie viel Arbeit steckt denn drin in so einem Song? Es ist total unterschiedlich. Wie gesagt, bei manchen Songs, da setzt man sich hin, bei dem war es echt relativ einfach. Das sind immer die gleichen vier Akkorde und es hat sich irgendwie gut angefühlt. Und bei anderen, das kramt man raus und man macht immer mal wieder wochenlang oder über Jahre hinweg, natürlich nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder was dran. Und bei dem war es, glaube ich, vielleicht zwei Tage, einen Tag für die Grundidee dann mal, oder einen Abend, sage ich mal so, für die Grundidee und dann am anderen Tag irgendwie den Text voll fertig und das war's dann. 2011 war das erste Jahr, in dem du ausschließlich mit Musik oder von Musik leben konntest. Wie sieht's denn 2015 aus? Schauen wir mal. es ist immer ein bisschen spannend, aber ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, also ich habe noch studiert, Elektrotechnik, also ich kann dann, falls ich irgendwann auf der Straße lande, noch vielleicht, falls mich noch jemand nimmt, irgendwie als Ingenieur arbeiten. Aber wir müssen uns noch keine Sorgen machen. Nee, ich weiß auch nicht, ob das ist vielleicht auch nur so ein Gedankending, dass man keine Angst hat, weil eigentlich habe ich, glaube ich, wann war ich fertig? 2008. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ja Leute, ich habe jetzt irgendwie so 7 Jahre nichts gemacht außer Musik, aber ich habe mal Elektrotechnik studiert. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie, ob sich da jemand freut bei Bosch oder beim Daimler, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, aber... Wenn du gleich in der Mittagspause noch mit auftrittst. Ja, vielleicht. Aber es ist bei mir so gewesen, dass nach dem Studium, ich hatte davor Tontechnik gemacht, dachte dann, okay, ich mache jetzt mal selbst eine CD und nehme noch ein bisschen andere Bands auf. Und dass ich nach einem Jahr die Erfahrung gemacht habe, ich habe immer noch gleich viel Geld wie vor einem Jahr. Also weder Minus noch Plus gemacht. Also es ist ja eigentlich okay. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich erstmal so weiter. Brauche ich ja nichts beim Daimler oder beim Bosch arbeiten. Wenn ich das machen kann, was mir Spaß macht und ich auf 0 auf 0 rauskomme, dann mache ich jetzt erstmal so weiter. Ich meine, ich hatte damals vielleicht noch keine Krankenversicherung oder irgend sowas, aber auf jeden Fall hat es irgendwie funktioniert. Ich glaube, eine Krankenversicherung hatte ich noch vom Studium irgendwas. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist es, ich kann nie vorausschauen, habe aber in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es jedes Jahr gereicht hat. Mhm. Und danach, ich glaube 2011, bin ich dann bei Philipp Poisson in die Band mit reingekommen. Und durch die Konzerte dort haben wir auch da natürlich was verdient. Und es hat natürlich auch einen Großteil von meinem Gehalt in dem Jahr dann irgendwie abgedeckt. Und dadurch hatte ich natürlich auch diese Freiheit, selbst die Sachen zu machen, auf die ich Lust hatte, ohne irgendeinen kommerziellen Druck. Und jetzt 2014 war es bei Philipp schon wenig. 2015 macht er, soweit ich weiß, gar nichts oder vielleicht 5 Konzerte. Was machst du dann? Und ich hatte vor, jetzt einfach ein bisschen mehr. Also ich wollte schon länger, eigentlich schon letztes Jahr selber wieder eine Platte machen. Ja. Und habe es jetzt für 2015 geplant und dann im Herbst halt selbst mehr zu spielen. Das heißt, dieses Jahr kommt eine neue Platte von dir, an der du im Moment arbeitest. Ich will das immer nicht so final sagen, weil ich das also irgendwie 2014 schon gesagt habe. Aber ja, höchstwahrscheinlich, weil ich habe genügend Songs für die Platte. Ich muss das eigentlich nur noch aufnehmen. Und okay. Ja. Ich drücke die Daumen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute Abend bei mir warst, bei Auf einem Bier mit. 2015, neue Platte. Wie gesagt, bisher ja so ein Geheimtipp bei uns im Ländle, aber vielleicht eine Platte, die Sie dann unter den Christbaum legen können Ende des Jahres. Ich drücke die Daumen, hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Sag herzlichen Dank an der Stelle. Nein. Einmal großen Applaus. Dankeschön auch an Sie. Ein tolles Publikum. Kommende Woche sehen wir uns wieder. Dann ist Robert Pleier mein Gast. Robert Pleier war bei den 12 Stämmen, ist da ausgestiegen, weil er seine Kinder schlagen musste, was ihm im Laufe der Zeit immer weniger gefallen hat. Robert Pleier kommende Woche da auf ein Bier mit. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Jetzt ist er weg. Er ist weg. Zum Wohl. Er ist weg. Oh. Wo ist er hin? Ja, ich dachte, ich muss jetzt gehen. Nein. Ich dachte, das war jetzt so die Abmoderation und ich sag tschüss und geh. Naja, also ja. Auf ein Bier mit
Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.